Das ist mal wieder Shadow of the Earth Tree, zurück im Schatten des Erdbaums. Wir haben nichts gemacht, was ihr verpasst haben könntet, außer rumzusitzen an dieser Gnade. Und wir gehen jetzt direkt mal da durchs Tor und dann die Treppe rauf und gucken, ob da irgendwas Tödliches auf uns lauert, dem wir uns entgegenstellen müssen. Erstmal da oben sehen wir ja schon diese beiden Wachen, die sich ganz unaufmerksam miteinander... Oh, okay. So viel zum Thema unaufmerksam. Ah, da ist noch so ein Armbrustboy. Oh, zwei sind da sogar. Au, oh, nee, nicht beide, nicht beide. Ah, da, das ist okay, also der ist einfach immer dumm, in ein Gebiet nach hinten zurückzuweichen, in dem man noch nicht gewesen ist. Das ist immer eine sehr dumme Idee. Weil da läuft man dann den Nähe. Ja, das ist natürlich ein grandioser Auftakt. In Folge 2. Wir tun so, als wenn das nicht passiert wäre und machen direkt da weiter. Das hat eben besser geklappt. Alter, genau. Hat er richtig gut abgepasst, muss man ihm lassen, aber er war geduldig. Okay. Ihm ist es auch völlig egal. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Ich laufe Gefahr, hier zu verlieren. Ja, was meint man? Man darf die nicht unterschätzen. Die grüne Neune. Ach du Scheiße. Nee. Ja. Lassen sich nicht. Quasi in ihrem Angriffsmuster beeindrucken davon, dass ich sie gerade geschlagen habe. Ich will aber eigentlich gar nicht hier jetzt großartig lang, weil ich will erstmal meine Seelen zurückholen. Warum sind die denn so weit hinten? Die erstmal wieder hier. So. Einen Faden. Oh, toll. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, ich gucke noch mal ganz kurz rechts in dieses Pförtnerhäuschen hinein. Was hier noch genau alles ist. Also, warte mal. Hier ist ja der. Kam ich hier? Da ist die Leiter, da kam ich raus. Und da habe ich auch... Okay, alles klar. Kurze Verwirrung in der letzten Folge. Ist ja schon so lange her. Da kamen wir da die Leiter hoch und haben den Shortcut geöffnet. War kurz verwirrt. So. Was haben wir hier hinterm Haus? Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz... Müsste die Lampe nicht hier auch sein, wenn ich sie benutzt habe vor kurzem? Ich glaube, die Gegner sehen uns ja auch früher, wenn wir leuchten, aber... Das nehmen wir jetzt mal in Kauf. So, da geht's links lang, hier rechts geht's weiter den Pfad. Ach, ein böser... Nagi, ey! Nötigerweise haben wir uns von dem annagen lassen. Kam hier irgendwo aus dem Gebüsch. Ist sich da versteckt. Was haben wir hier? Okay, hier ist einfach Sense. Ist gar nichts. Außer irgendeine Nachricht.
Da ist noch eine imposante Treppe. Ach du Scheiße. Ey! Du Schwein. Okay, warte mal, die nehme ich hier ins Kreuzfeuer. What? Warte mal. Okay. Ja, ist klar. Nee, warte mal, jetzt hat er... warte, Sekunde, warte! Wisst ihr was? Warum heile ich mich eigentlich? Wieso bin ich nicht selbstbewusst genug und weiche seinen 15 Sekunden vorher angekündigten Großschwertattacken einfach aus wie ein Champion? Selber schuld. Kann ich mich an den vorbeischleichen? Ich glaube nicht. Ich könnte auch an den vorbeilaufen. Ich laufe mal an den vorbei. Klassische berühmte letzte Worte. Oh, ich laufe mal an den vorbei. Man weiß ja nicht, wie lange die einem hinterherhetzen. Ich befürchte zu lange. Da bist du. Nein, jetzt warte. Herrlich. Nimm ihn auf. Wen hält er sich eigentlich? So, ich bin aber erfolgreich den Typen da ausgewichen. Gut. Ah, da, guck mal, der versteckt sich nämlich dann immer. Ja. Wusste ich doch. Okay. So, jetzt machen wir jetzt mal den Typen da jetzt. Warte. Wo sind meine Kräuter? Da. Warte mal jetzt, ganz kurz. Lamehausen. So, jetzt. Okay, komm, jetzt bin ich für dich bereit. Ja, er hat schon auf jeden Fall einen guten Schnetzel. Und er ist schneller als er eigentlich sein darf. Hey! Okay. Kann ich respektieren? Fuck, nee, das ist Kacke. Okay, ja, alles klar, okay. Unaufmerksam. Ich laufe jetzt einfach wieder knallhart an allem vorbei. Das hat sich ja als eine gangbare Möglichkeit erwiesen. Tschüss, Leute. Nein! Nö. Nicht cool. So, hier ist der Hundimann. Mir doch egal. Aber die Geisterfreunde muss ich leider platt machen. Okay, jetzt bin ich gleich tot. Nein. Hör auf. Meine Güte. Kopf.
So. Wo ist jetzt hier dieser Flippenboy? Ja. Habt ihr den anderen Typen da gerade gesehen? Der da. Der hat nur nochmal um die Ecke gelunzt, da der eine Rittersmann. So, jetzt. Muss ich mir erstmal wieder meine Freunde hier zurückholen und dann machen wir den Platz. Okay. Hallo. Okay. Nein. Okay. Warte. Warte mal ganz kurz jetzt. Mann. Ich komme überhaupt nicht zum Heilen. Und konzentriert. Der ist gar nicht so krass. Der hat ja relativ... Man muss einfach Geduld haben bei dem Typ. Und das ist... Der ist halt sehr schnell an einem dran. Also heilen kannst du komplett vergessen. Ich sollte jetzt aufhören, mich heilen zu wollen. Jetzt kommt hier gleich der Hundimann. Den ignoriere ich erstmal. Okay, dann jetzt der Reihe nach diese blöden Zauberer. Seinen hässlichen Schrumpelkopf. Jetzt habe ich gar keine Pfeile mehr oder was? Das sind Bolzen. Oh, hier haben wir noch normale, stinknormale Pfeile. Schlangenpfeil. Wir nehmen mal die normalen und okay. So, jetzt lassen wir uns Zeit. Wir machen das Ganze in Ruhe. Das ist der andere Klippen. Ne, da ist der andere Klippen Johnny. Hallo? Nee. So, jetzt. Wir schlucken mal einen Snack schon. Okay, jetzt ganz in Ruhe. Komm her, ist gut. Komm her. Doppelte, muss ich aufpassen. Na, scheiße. Falsches Timing. Oh, das, ja, das Ding ist brutal. Moon Rithiels Ritterschwert. Ja, das war auch echt unnötig, da jetzt so oft zu sterben, weil seine Attacken sind ja relativ gut vorhersehbar. Und er macht jetzt auch nicht so 12 Kombos, die ihn, wo man nicht reinkommt oder so. Das war jetzt unnötig. Okay, hier geht's weiter. Aber ich glaube, den gehen wir erstmal oben lang. Oh, da ist eine Truhe. Scheiße.
Dann gehen wir doch nicht unten lang. Oben lang. Gucken wir erstmal hier. Ist hier noch irgendwas Böses drin? Machen wir unsere Lampe mal an. Ein Wolfswappenschild. Oh. Okay, hier ist jetzt offensichtlich nichts zu befürchten. Nehmen wir uns mal kurz die Zeit und gucken uns mal an, was wir da jetzt gefunden haben. Müsste da nicht eigentlich ein Ausrufezeichen sein? Also erstmal das, kein Talent. Ich habe Zeit im Blick, Nikola. Ich kann bis halb zwei hat sich spontan was ergeben. So, also ein mit blauem Schimmerstein versehenes Großschwert. Die Waffe der eisernen karianischen Ritterin namens Moonrithil. Sie war die Kämmerin der Zwillingsmondritterin. Sie war zudem Freundin der Trolle, der königlichen Familie dienten und führte deren Waffe stolz, als sie Arm in Arm mit ihrer riesigen Kameradschaft kämpfte. Einziges Talent, imposante Phalanx. Ja. Okay, also. Stärke und Weisheit ist jetzt nicht mein Bild. Aber ich hätte bei dem gedacht, dass der vielleicht irgendeine Regenerations Fähigkeit hat. Aber hat er nicht. Perfekt zur Abwehr von Zauberei. Na gut. Achso, warte, und wir haben noch so einen neuen Helm, aber. Das ist einfach nur so ein stinknormaler Soldatenhelm. Na gut, dann. Geht's weiter. Gibt's ja eigentlich auch Zaubertüren? Eher wenig, ne? Ich glaube, ich erinnere mich in irgendwelchen. Dungeons gab es manchmal so Zaubertüren. Was ist das noch für ein kleiner Raum? Der Vorraum. Studierzimmer. Ready Room. Oh, da sitzt ein Geist in der Kapelle. Der Kapellengeist. Kommt da irgendwo? Ah, ich hab's mir gedacht. Nur auf Nummer sicher gehen. Wer weiß, naja, schleicht er sich hier rein, wenn ich hier gerade zugange bin. Oh, Marika. Ich flehe euch an. Nehmt euer Kind an. Gebt uns ein Zeichen. Wie lange soll dieser heilige Krieg weiter... Oh, okay. Ja. Oh, Relanas Kameh. Was kannst du? Verbessert Angriffe, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung eine Zeit lang nicht geändert wurde. Okay, wie soll ich das jetzt deuten? Verbessert Angriffe, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung eine gewisse Zeit lang nicht geändert wurde. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob mir das was bringt oder ob das eher so, es gibt ja, vielleicht gibt es gewisse Angriffe, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Angriff triggert, einen aufgeladenen Angriff, wo man dann eine gewisse Haltung hat und dann erst, wenn man die loslässt, beginnt der Angriff und wenn ich, vielleicht ist es für solche Attacken oder so, ich wüsste jetzt nicht, ob mir das irgendwas bringt gerade, ehrlich gesagt. Alle sind dahin gerafft hier, die ganzen Gelehrten.
alle Opfer des endlos wütenden Krieges. Du, alles klar. Das war so klar, dass die so mir in den Rücken fallen. Ich meine, ich bin der Eindringling, streng genommen, ne? Muss man auch ehrlicherweise sagen. Bei Harry Potter könnte ich jetzt da durchs Feuer und mich teleportieren irgendwo hin. Hallo? Oh. Okay, das ist einfach dumm. So, kann ich mich hier in Ruhe umgucken? Wahrscheinlich ist hier wieder ein Hund oder irgendwas anderes im Gebüsch. Nö. Sieht schon echt nice aus. So, hier ist jetzt zu, oder was? Nee. Was haben wir hier noch? War ich da gerade? Da, ne? Was ist hier? Und da rauf. Dach von da. Ja, da kommt man auf jeden Fall rauf. Vermutlich eher später. Kann auch mein treues Pony nicht rufen. Aber vielleicht kommt man auch ein bisschen tricky. Hier so da so und dann. Weiß ich nicht, vielleicht ist das möglich, dass man sich da so raufglitscht hier. Ja. Es wird einen regulären Weg geben, wie man da hinkommt. Oder ist ein Wald? Ja, ich habe vor diesen Speerdullis immer Respekt in Souls-Spielen, weil die halt auf einmal sind so dreimal zustechen und dann muss man echt aufpassen. So, da. Okay. Oh, das ist eine ganze Patrouille hier. Drei Leute und ein Hund. Okay, noch ein Hund. Nee, das machen wir anders. Die locken wir gleich raus oder so. Die müssen wir einzeln machen. Das ist. Kannst du vergessen gegen drei. Also okay, erstmal bist du dran. Dass das passiert. Er kann das aber auch echt relativ häufig machen, ne? Also er ist schon. So, jetzt haben wir schon mal zwei und einen Hundimann. Jetzt, oh, ist das der Typ, der setzt sich jetzt da wieder hin oder was? Okay, der hat einfach nichts gelernt. So, die hier sind weg. Hi. Das war etwas voreilig und jetzt haben wir nur noch den einen. Ja, wenn er jetzt da so runter geht, dann kann ich auf ihn raufspringen. Dann soll er das doch mal machen.
Nach unten müssen wir eh, da machen wir das doch. Einfach so, indem wir da jetzt mal so auf und runter fallen. Ah. Genau. Okay, was haben wir hier noch? Schmiedestein. Also man kriegt relativ viel von diesen Steinen, die man zum Upgrade der Waffen benötigt. Was vermutlich auch dazu einladen soll, viele verschiedene neue Waffen auszuprobieren. Ist ja auch sinnvoll, wenn du ein DLC machst, dass man nicht das gesamte Spiel dann mit den Waffen des Hauptspiels, mit dem man eh schon die ganze Zeit unterwegs war, zugange ist. Ich mag diesen Bild, den ich habe. Ich mag diese beiden Katana. Ich bin natürlich auch offen für Neues. Aber da muss jetzt auch erstmal was kommen, was ich dann aufleveln kann. Was auch so ein bisschen meiner Charakterpunkte-Verteilung entgegenkommt. So. Komm mal her. Da oben kämpfen wir schon mal gar nicht. Bin ich wahnsinnig. Okay, das ist genau das, meine ich. Lächerliche Reichweite. Und halt unfassbar lächerlich schnell. Ja, genau. Und dann hast du auf einmal ein bisschen tot. Deswegen habe ich Respekt vor Speerboys. Immer schon. Auch bei Sekiro sind die nervig. Die kann man natürlich dann irgendwann gut mit dem Mikiri-Konter machen bei Sekiro, aber den gibt's halt hier nicht. Oh Gott. Ja, erstmal The Raven, vielen lieben Dank für den Support. Das finde ich super. Da ist wieder ein groß Klotz. Da ist nur eine Truhe drin. Vielleicht ist es sinnvoll. Fühlt er sich dadurch getriggert, wenn ich ihm jetzt die Truhe klaue? Oh, ein magischer Schwertschlüssel. So einen brauchten wir im Hauptspiel noch. Ich habe nur noch zwei Flasks. Ich kann mir jetzt hier nicht viel erlauben. Jetzt hat er mich gesehen. Ich wollte gerade eben noch einen Pfeil in den Kopf. Okay, das ist exakt der dümmstmögliche Auftakt. Vielleicht soll ich an ihm vorbeilaufen. Wieder keine Geduld gehabt. Ja, und der dritte. Ich muss an ihm vorbei. Oder ich bin tot! Oh, okay. Ja, das ist jetzt Quatsch mit Soße. Ich muss hier gucken, ob es hier ein Feuer gibt oder sowas. Shit. Nein, 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 nein. Du bleibst unten. So, wäre nett, wenn hier eine Gnade ist direkt. Fände ich cool. Ja, da ist eine. Hahaha. Blindlings stürme ich darauf zu. Ja. War die richtige Wahl auf jeden Fall. Habe ich noch irgendwas Schönes? Nee, ne? Da habe ich ja keine aktuell, glaube ich, oder? So, ach ja, hier ist Ruhe. Das ist doch gut. Immer wieder schön, wenn man so eine neue Gnade erreicht. Immer wieder ein gutes Gefühl. Schmiedestein. Okay. Da ist ein Übergang. Da geht's hoch. Hier kam von da links, glaube ich. Ja, ich habe jetzt. Warte mal, ich habe. Oh, warte. Oh, ist das vielleicht eine Boss-Area? Das ist ein Nebeltor, ne? Könnte schon sein, wenn man.
Wenn man hier schon ein Nebeltor hat und direkt daneben so ein... Ich glaube, das war sogar ein Summon-Zeichen gerade und eine Gnade, das wird vermutlich ein Boss sein. Dann werde ich kurz mal schauen, dass ich meine Seelen noch ausgebe, weil ich gerade keinen Bock drauf habe, wenn ich da bei dem Boss sterbe, jedes Mal erstmal wieder die Seelen einsammeln zu müssen. Das sind ja immerhin schon 100.000. Was brauche ich denn? Ach du Scheiße, 178.000, das ist natürlich lächerlich, aber was habe ich denn jetzt an... Wo sind denn nochmal meine... So, was bringen die mir denn hier alle? Guck mal, Schattenreich-Runen. 15.000, immerhin steht das da. Fürstenrune. Ich habe 3 Fürstenrunen. Wieso steht das hier und bei den anderen nicht? Komm, ich nehme mal eine Fürstenrune. Kommen wir auf. Wir müssen noch auf 78.000 kommen. Ich habe jetzt keinen Bock. Okay. Das waren 50.000 ungefähr, ne? Dann brauchen wir jetzt noch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die mehr. Das waren 50, dann werden das vielleicht 25 sein, oder? Okay. Ist auch super. Dann gehen wir nochmal auf Kraft. Ich glaube, 60 ist Level Cap bei Kraft, ne? So, jetzt haben wir so ein paar kleine Penunsen. Und dann laufen wir da jetzt mal hoch. Und gucken mal, was da hinter dem Nebel auf uns wartet. Ah ja, alles klar. Oh Gott, die sieht schnell aus. Die wird schnell sein. Und das ist hier so ein Wasserbecken. Okay. Ja. Alana. Ich treffe ja, wenn ich einfach zu schnell und zu weit weg, beides. Zu früh gerollt. Ah, die ist aber... Das ist ein richtiger Tanz mit ihr. Man muss sich auf einen Tanz einlassen. Ich glaube, sie hat so einen gewissen Rhythmus auch. Ich weiß nicht, ob sie zwei Phasen hat oder ob sie durchgängig so bleibt. Aber ich bin immer ganz happy, dass der Weg so kurz ist. Und das kann jetzt eine Weile dauern, weil ich jetzt auch nicht den krassen Schadens-Output habe mit ihr. Ich treffe sie leider nicht, sie ist sehr... Ich will ihm kaum Schaden.
Prozess. Okay. Okay, so viel zum Thema, ob sie eine zweite Phase hat. Sie hat eine zweite Feuerphase. Kontaktlinsen drauf. Nee, ich habe keine Kontaktlinsen. Ich habe Brille, liegt hier nebenan. Bin ja kurzsichtig. Ich kann okay gucken, was so vorne dran ist. Wenn ich es jetzt auf dem Fernseher spielen würde und ein bisschen weiter weg sitzen würde, würde ich auf jeden Fall die Brille nehmen. Aber jetzt gerade passt das. Das ist Malinias Mutter. Okay. Sein. Du bist immer nur einmal. Das Trinken dauert so lange. Wir haben auch keine Übung mittlerweile oder sowas. Dauert immer gleich lang. Nicht wie beim Boxenstopp in der Formel 1, dass es irgendwann mal schneller wird. Also eigentlich kannst du nur einen Schlag anbringen. Oh fuck, okay. Die ist noch eine Nummer zu groß für dich? Nee, sagt mir nicht sowas. Ich bin falsch abgebogen, ha? Ich bin den Pro-Weg gegangen. Ja, ihr wisst natürlich mit so Worten wie, hey, die ist noch eine Nummer zu groß für dich, ging jetzt gar keine Chance, komm mit 100 Level nochmal wieder. Ist schon klar, dass mich das eher triggert, ne? Und dann ist natürlich dieser Versuch. Hey, da hab ich doch...
zumindest auch mal hier eine geben. Okay, das war ein denkbar schlechter Auftakt. Das ist halt kacke, dass ich sie da nicht erwische. Okay, das ist jetzt ein verlorener Run, ist okay. Und jetzt ist der Verzögerte. Wenn ich hier eingehe, muss ich wieder abhauen. Da kann man gar nicht so richtig wegkommen, glaube ich, weil sie da so Doppelschlag macht. Da muss ich im Prinzip echt weg. Ja, vom Timing her, wenn ich den ersten Schlag, wenn ich da wegrolle, den zweiten macht sie auf jeden Fall. Naja, also das ist natürlich viel zu wenig Flasks, um irgendwas zu machen hier, aber... ergeben wir uns von unserem Schicksal. Ich glaube, die ist noch zwei Nummern zu groß. Ich habe noch nicht ihre zweite Phase gesehen. Da doch, eben ganz kurz mal. Also ich habe natürlich jetzt keine Buffs, keine spezielle Waffe, nichts in irgendeiner Form angewendet, weil ich jetzt erstmal gucke, ne? Oh, okay. Da stand ich sehr falsch. Buffs im DLC sind schon legitim. Ja, ich meine, die ist ja eigentlich ganz schnuckelig, aber wie gesagt, die zweite Phase mal gucken. Klar, das... kann natürlich sein, dass ich dann merke, okay, scheiße, das ist. Mega dummes Timing. Ja, alles klar. Als wenn die nicht weiß, dass ich mich gerade heile, ne? Okay, da habe ich original beide geschluckt, weil ich erst im letzten Moment was machen wollte.
okay, dumm. Ja. Also man muss bei der ja ultra konzentriert sein. Das ist einer dieser Bosse, wo man so schnell reagieren muss. Wo man da wirklich lange Konzentration aufrechterhalten muss. Ja, vielleicht mache ich mir tatsächlich unnötig schwer, weil ich einfach komplett mit meinem Hauptspielbild reingehe und null mich auf die hier gerade eingestellt habe. Okay, da war ich schwierig. Da war ich gleich trotzig. Okay, ja, okay. Hört sie dann auch irgendwann nicht mehr auf. Dein Bild ist super, aber du kannst ja auch optimieren. Blood Fire Damage buffen. Ja, womit denn? Mit einem Item oder was, was ich dann esse, meinst du, oder wie? Das können wir dann mal machen. Ja. Geduldig noch frei. Das ist einfach nur gemein aus der Entfernung. Falsch gerollt und wieder falsch gerollt. Und mit einer Kommunion kann man mit 15 Faith nach Fire Physical Damage buffen. Supi mit Katana, weil das auch Fire Damage macht. Ah, okay. Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal auch Fehler vermeiden. Wir machen nicht so viel Damage, wir nehmen gut Schaden. Hier, das da, das ist natürlich alles direkt wieder Kacke. Habe ich jetzt extra beleidigt draufgehauen, weil ich es nicht eingesehen habe, dass sie nicht mal ihre Klappe hält. Das war ein Trotzenhitz. Okay, das war einfach komplett verschenkt. Man hat natürlich immer die, also ich nicht, aber die Option, auch seine Asche zu beschwören, was das Ganze vermutlich auch ein bisschen leichter machen würde. Aber wir haben bislang jeden Boss ohne Asche gemacht. Und ohne Summon. Da bleiben wir jetzt erstmal bei. Es ist halt so gemein, die direkt im Nahkampf zu zünden. Das meint, da bin ich immer noch beleidigt, weil die jetzt einfach keine Lücke lässt und mich dazu zwingt, in ewigem Defensivverhalten rumzurollen. Weil ich finde, irgendwann ist auch feiern. Du kannst nicht 10 Kombos machen, das ist auch lame. Guck mal hier, das ist jetzt 6, 7, 8 Kombos, 19, die hört halt nicht auf, ein bisschen nervt. Das finde ich unfair. Ich kann hier 28 mal hier ausweichen und dann macht sie halt noch 29 weitere Kombos. Guck mal hier, auch da, keine
Hält einfach nicht still. Ja, ich hab wirklich überlegt, ob ich mal Parry spielen soll. Dann muss man aus Gag einfach ausprobieren. Pass auf. Ich nehme mal einen Parry. Welche ist eigentlich besser? Welches? Wahrscheinlich das blutige Ströme ist besser als der Standard-Katana, oder? Pass auf, wir machen mal. Ich glaube, das ist das Beste, was ich habe, was halt Paraden machen kann. Bin ich jetzt irgendwo. Wo sehe ich meinen. Mittlere Last? Warte mal. Ah, es bleibt bei mittlerer Last. Dann ist das auch egal, dann kann ich das Katana auch weiter nutzen. Ich weiß nicht, ob man die parryen kann. Weil, guck mal hier, das Ding ist, die ist so schnell. Und das Parry-Ding hat ja immer so 0,3 Sekunden, bis es halt das macht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der beste Parry-Schild ist, aber ich habe auch Bock, das mal auszuprobieren, um ehrlich zu sein. Nur mal so ein Ausprobieren-Ding jetzt. Also einmal. Ja. Kleineren Schilder haben einen größeren Toleranzraum für Parries. Diese kleinen Buckler-Shields, okay. Wie jetzt? Ein Parry kam mit Luck rein. Ist nicht dein Ernst? Ich glaube, ich habe kein gutes anderes Parry-Schild, oder? Guck mal, ich habe nur diese hier. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Einzige, was ich habe. Ich weiß nicht, was kann das? Nee. Das auch nicht. Ja, was Besseres habe ich nicht zum Parry, leider. Kann man auch kaufen, ja. Aber ich glaube fast, also klar, jetzt habe ich mir so ein bisschen ihre Bewegungsmuster angeguckt. Für wenig Mark. Ja, die ist ultra schnell. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal nicht mit dem Parry. Da muss ich mir die Bewegungsmuster richtig gut genau angucken. Gut genau angucken. Gut genug angucken. Eiswappen, bestes Parry. Kannst du im Roundtable kaufen bei dem Händler. Das Parry-Schild, ja? Also wenn, dann machen wir es jetzt. Warte mal. Da müssen wir. DLC bisher 1 von 10. Naja, es ist halt erstmal jetzt auf den ersten Blick more of the same, aber ich fand jetzt direkt dieses erste Gebiet mit den
mit diesem riesigen Friedhof und diesem Feuergolem da ziemlich cool. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich nach Hause? Kommen wir überhaupt hier easy wieder da raus? So, und dann einfach hier zurück. Gucken wir mal, genau den Typ da, den fand ich auch ganz schön cool. Da habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. So, wo kaufe ich das denn jetzt hier? Warte mal, da. Hier ist der Typ gewesen. Weiß gar nicht, wo ist denn jetzt hier noch der Händler? Hier war diese Ekelhaftigkeit drin. Da sind die Johnnies. Ich glaube, da kann ich das kaufen. Hier war dieser verdorbene Dude bei. So, schauen wir noch mal, was haben wir denn hier? Hier, da ist ein Dreiecksschild. Gestaltwandlung. Ja. Dunkelschmiedestein können wir, obwohl hat die überhaupt noch welche? Ja, können wir ja auch kaufen. Aber das ist auf jeden Fall nicht das. Ich weiß nicht, wo wir das sonst kaufen können. Ich habe auf jeden Fall ja noch genug Seelenchecks. Sold by Gatekeeper Gostok at Stormvale Castle. Can be purchased from Twin Maiden Husks at the Round Table Hold after offering Gostok's Bell Bearing. Waren das? Habe ich noch irgendwas, was ich hier, was ich denen geben kann? Mal kurz. Ah! Aber okay. Nein. Da sehe ich jetzt nichts, was ich haben will. Wie steht es um Multiversum? Ja, Flotin und ich müssen einfach wieder einen neuen Ablauf finden. Das ist nicht so einfach. Ihr wisst ja, Flotin ist Vater geworden. Okay, ich habe die Klangperle nicht, aber wisst ihr was, das ist mir jetzt, das ist es mir nicht wert, ich will wieder kämpfen. Warte mal, welcher wandert jetzt? Hier. Nee, komm, ich kämpfe lieber, es ist nicht so einfach, ihr seht, ich mache nicht viel Damage, aber das ist mir jetzt mit dem Parry, ich lasse das dann mal, ich habe keine Lust jetzt noch eine Sidequest für ein Schild und da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt richtig nutze, ist nett gemeint, aber ich werde einfach versuchen, sie so in die Knie zu zwingen. Sie ist nicht der erste Boss, gegen den wir tausendmal angerannt sind. Okay. Weißt du, ob das möglich ist? Ein DLC als Game of the Year? Habe ich noch nie gehört, dass ein DLC Game of the Year geworden ist, aber fände ich auch ein bisschen schwierig anderen Spielen gegenüber, ehrlich gesagt, weil es ja schon halt viel more of the same ist, ne? Auch halt super viel geiles more of the same, aber thank you.
dicht an ihr dran ist und sie holt diese Dinger dazu. Okay, das tat weh. Meine ich, das ist halt. Dieser eine Angriff, da muss man von ihr weg, weil der so schnell gefahren ist. Naja, die ist schon amtlich. Ja. Ah, die ist schon wirklich krass. Es gibt ja auch noch andere Gebiete hier, ne? Aber hey. Immer nur einen Schnitt ansetzen. Das ist ärgerlich, dass der da nicht trifft. Ah, da kam ich nicht mehr in den Rhythmus, in den Tänzerrhythmus. Das hat dreimal gesessen, das war bitter. Gerollt. Fuck. Angst gehabt. Flatzt es halt aus, ne? Also,
gehst einfach zur Gnade von Margit. Dort steht ein NPC, der, wenn du mit ihm sprichst, dir das Faustschild verkauft. Solltest du ihn getötet haben, dann bekommst du die Perle. Ah, okay. Bei der Gnade von Margit. Ja, das können wir nächstes Mal ganz gerne machen. Aber ich würde jetzt für den Rest der Folge noch ein bisschen anrennen gegen sie. Und dann können wir das gerne nochmal machen mit dem Schild. Wenn es im Looting ist, ich bin erst in Phase 1, ne? Timing einfach. Immer wenn ich mich heil mache zu denen, das ist auch gemein. Das zieh ich nicht rein. Und jetzt wird es am Ende, also selbst wenn ich gut kämpfe, die Flasks reichen nicht aus. Aus den Ohren, ne? Guck mal hier, die hört halt nicht auf. Das ist halt. Es gibt so gewisse Momente, selbst wenn man so 3, 4 Bewegungen ausweicht, sie bleibt halt einfach. Sie hört nicht auf nach 3, 4 Schlägen, sondern sie macht endlos weiter, bis sie einen getroffen hat. Und erst dann endet die Combo irgendwann. Ich habe schon das Gefühl, dass es daran gekoppelt ist, ob sie einen trifft oder nicht. Wie viel sie schlägt. Mr. www.weit, herzlichen Dank für den Support. Kommt gar nicht ins Rollen rein. Man muss sich auf diesen Tanz einlassen. Vielleicht kann man auch so ein dickes Schwert nehmen. Alles wegblocken. Dieser Schritt nach vorne hat, gibt dir eine unglaubliche Reichweite davon. Ne? Thank you.
mal, das meine ich, ne? Das ist genau, das sind halt 8 Attacken hier, wo du ganz bewusst das Gefühl hast, okay, solange sie mir nicht 3-mal auf den Latz gegeben hat, hört sie einfach nicht auf. Da mache ich auch immer das gleiche falsch. Flasks. So getimt ist, dass ich genau, wenn ich den... Ja. Also sie hat schon einige fiese Attacken, wo man das Gefühl hat, das ist so kontextsensitiv. Manchmal, okay, das kann auch einfach von der Entfernung jetzt Pech gewesen sein, aber manchmal muss ich mich entscheiden, rolle ich jetzt vor diesen 3 Schwertern weg oder rolle ich in ihre Attacke rein. Dann gibt es halt dieses einfach nicht aufhören, bis sie eigentlich erwischt hat und so. Aber es gibt, man kommt ja auch an sie ran. Es ist nur sehr mühselig, weil ich sehr wenig Schaden mache. Und je länger der Kampf geht, desto... Was ist das denn jetzt eigentlich schon wieder? Schwieriger ist es, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Hier, ne? Das meine ich. Wie viele Attacken waren das jetzt? Das ist einfach lächerlich. Ich brauchte mächtigere Waffen, glaube ich einfach. Ich bin mir nicht so sicher, ob meine Katana hier, ob das noch das Passende ist für sie.
Ja, okay. Und das meinte ich. Da war ich jetzt beleidigt. Das ist dieser Tanz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss leider aus Zeitgründen zu einem Ende kommen. Es nervt mich hart. Ich will weiterspielen. Ey, also pass auf. Ich bin noch nicht an einem Frustrationslevel. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, mit jedem Run, wenn ich mich fernhalte vom dunklen Loch des Frustes, in das man gerne mal reinstürzt in so Bosskämpfen, dann komme ich immer besser in sie rein. Ich verstehe so langsam ihre Bewegungspatterns. Ich muss dann auch den Trotz ablegen, wenn sie dann 6, 7, 8, 9, 12 mal hintereinander irgendwas macht, dass ich dann einfach wegbleibe und sie sich austänzeln lasse. Da bringt es nichts, dann aus kindlichem Trotz einfach in die Bewegung rein und zu sagen, jetzt bin ich aber mal dran, nachdem ich 5 mal weggerollt bin. Das muss ich ablegen. Klar, ich habe jetzt die zweite Phase erst, glaube ich, einmal oder so kennengelernt. Da hat sie dann ja irgendwie so ein Feuerschwert in der Hand und da war ich auch sofort tot. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann noch weitergeht. Vielleicht ist die zweite Phase auch so lächerlich schwer, dass ich irgendwann über die erste müde lächeln muss. Aber noch so von der Mentalität habe ich das Gefühl, die ist schaffbar. Ich komme so langsam rein und ich würde gerne jetzt, es ärgert mich massiv, ich würde gerne einfach weiterspielen und noch 4, 5, 6 Stunden mit ihr ringen. Aber ich habe leider gerade keine Zeit. Ich schaue mal, dass ich im Verlauf des Tages vielleicht noch was finde, aber das überlege ich mir erstmal für den Moment. Verabschieden wir uns vom DLC von Elden Ring. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. So, ey, oh, ich muss jetzt leider wirklich Feierabend machen. Was mega blöd ist. Voll Bock gerade noch. Aber, guck mal, wir können jetzt hier schön, das ist doch fantastisch. Maxim, Raiden. Und wir machen das so. Ey, jetzt gebe ich. Mein Gehirn ist komplett mus. So, pass auf. Heute Nachmittag ist ja Fußball um 15 Uhr. Ich überlege aber, vielleicht schaffe ich es irgendwann so 15:30 bis 18 Uhr oder so. Wir werden sehen. Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit. Also wenn, dann schaffe ich es um 15:30 vielleicht, 15:30 bis 18 Uhr oder sowas, vielleicht noch.